Dann tatsächlich die Bitte, sich einmal kurz vorzustellen. Mit wem reden wir heute? Peter Launsky-Tiefenthal, bin der Sprecher der österreichischen Bundesregierung. Sie sind quasi der Steffen Seibert Österreichs, aber irgendwie auch nicht. Sie sind zum Beispiel, Sie kommen nicht aus dem Journalismus, richtig? Also zunächst, glaube ich, möchte ich gern sagen, dass ich größte Bewunderung habe für Steffen Seibert, der die erste Person war, mit der ich telefoniert habe, nachdem ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Position anzunehmen. Habe dann auch ihn persönlich getroffen und ihm viele Fragen stellen können und mir sehr geholfen. Das stimmt, ja, mein Background ist jener eines Diplomaten. Ich war fast 35 Jahre im diplomatischen Dienst, allerdings sehr oft in medienbezogenen Jobs, 6-7 Jahre lang Sprecher des österreichischen Außenministeriums und dann Kommunikationschef der Vereinten Nationen als Untergeneralsekretär in New York. Also ein regierungspolitischer Kommunikator, langjährig schon. Welche Aufgabe haben Sie jetzt eigentlich? Also sprechen Sie tatsächlich für die Regierung? Sind Sie derjenige, der die Botschaften nach draußen bringt? Oder sind Sie eher derjenige, der koordiniert, wer eigentlich mit welchem Regierungsmitglied sprechen darf? Ich würde sagen, die Aufgabe des Regierungssprechers umfasst eine Reihe von Aspekten. Ja, wir sprechen namens der Bundesregierung, wenn wir zu unterschiedlichen Themen, die beide Regierungspartner, beide Koalitionspartner betrifft. Wir versuchen auch hinter den Kulissen eine gewisse Koordinationsrolle wahrzunehmen und wir stehen vor allem in einem permanenten Dialog mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Medien. Wir treffen täglich Journalisten, Journalistinnen zu Hintergrundgesprächen. Wir sind auch, ähnlich wie es bei Herrn Seibert in Deutschland der Fall ist, verantwortlich für, bei uns nennt sich das Bundespressedienst, eine Einrichtung des Bundeskanzleramts, die einerseits einen Bürgerservice betreibt, für die digitale Kommunikation zuständig ist, auch für die Servicierung der Medien bei internationalen Großveranstaltungen in Österreich, etwa beim bevorstehenden Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018. Und wir werden in Kürze eine dritte Aufgabe in dem Zusammenhang übernehmen, nämlich jene des Sprechers des österreichischen Ratsvorsitzes. Die Funktion, die Sie gerade ausfüllen, des Regierungssprechers, hat es, wenn wir das richtig mitbekommen haben, jahrzehntelang in Österreich gar nicht gegeben. In Deutschland waren Steffen Seibert und seine Vorgänger nie wegzudenken. Die waren immer da. Es gab immer einen Regierungssprecher kontinuierlich. Warum hat man sie wieder eingeführt und warum hat es davor offensichtlich keinen Bedarf gegeben? Es ist richtig, dass es in Österreich erst einmal in der Geschichte der Zweiten Republik einen Regierungssprecher gegeben hat, allerdings zu einer Zeit, wo eine Mehrheitsregierung bestanden hat, also eine Regierung von einer einzigen politischen Partei in den 60er Jahren. Jetzt zum ersten Mal ein Regierungssprecher einer Koalitionsregierung, bestehend eben aus zwei politischen Parteien. Warum hat man es wieder eingeführt? Ich denke, das Markenzeichen dieser Koalition ist, dass man nicht nur gemeinsam das Regierungsprogramm erarbeitet hat, sondern auch die Umsetzung gemeinsam durchführt und dafür sorgt, dass man gemeinsam die Arbeit der Bundesregierung kommuniziert. Und da ist die Funktion des Regierungssprechers einer der Sprachrohre dieser Bundesregierung, selbstverständlich neben dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den anderen Regierungsmitgliedern. Es wurde schon zu Beginn, als Sie angefangen haben, transportiert hier in den österreichischen Medien die Sorge, da wird jetzt ein Regierungssprecher wieder eingeführt nach Jahrzehnten, dann wird er ja wohl so eine Art Barriere-Schutzwall sein für die Regierung. Die Regierung selbst, die Mitglieder der Regierung wollen offensichtlich weniger kommunizieren. Wie verhält sich das? Also es war tatsächlich so, dass es zu Beginn diese Sorge gegeben hat. Ich hoffe jetzt etwa 6 Monate später, ist vielen der Beobachter, der Kritiker bewusst geworden, dass wir kein Bollwerk bilden wollen. Ganz im Gegenteil, wir betrachten uns als zusätzliche Anlaufstelle, als zusätzliche Servicestelle für die Medien, und zwar sowohl österreichische als auch internationale Medien. Und wir bemühen uns, für die Medien da zu sein, ein besseres Verständnis auch für die Tätigkeit der Medien in der Regierung zu wecken und auch Kontakte zwischen Medien und Regierungsmitgliedern herzustellen. Also ich hoffe, durch unsere Tagesarbeit ist es gelungen, zu dokumentieren, dass wir kein Bollwerk, sondern wenn überhaupt eine zusätzliche Anlaufstelle für die Medien darstellen.
Das werden die Kolleginnen und Kollegen in den österreichischen Medienhäusern sicher subjektiv mal so sehen. Wir haben gesprochen mit der Innenpolitikleiterin des Magazins Profil, die letztlich sagte, den Eindruck, naja, offensichtlich werden boulevardeske, etwas launigere Interviewer bevorzugt gegenüber den kritischen Interviewerinnen und Interviewerinnen. Sie sind sozusagen ja auch ein Gatekeeper, Zugang der Journalisten zu den Mächtigen, zu den Regierenden. Wie sortieren Sie denn und teilen Sie diese Kritik? Also zunächst glaube ich nicht, dass wir uns als Gatekeeper gerieren, auch nicht als jene Institution, die Unterschiede macht zwischen den verschiedenen Medien in Österreich, aber auch international. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, den Zugang der Medien zur Politik, zu den politischen Entscheidungsträgern zu fördern und zu unterstützen. Die angesprochen auf die kritischen Worte der Kollegin von Profil würde ich so antworten, dass in Österreich und durch die Rolle des Regierungssprechers eben eine zusätzliche Schiene zu den politischen Entscheidungsträgern damit geöffnet wurde und dass wir uns bemühen, im Wege über diese Schiene den Medien zur Verfügung zu stehen und eben bewusst keine Differenzierung vornehmen. Ich nehme an, die Kollegin bezieht sich möglicherweise auf Medienkooperationen. Ich glaube, es ist natürlich, dass man mit Medien kooperiert und das manifestiert sich eben auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit hier. Ihre Beobachtung ging schon um die Frage, wer bekommt zum Beispiel ein Interview mit dem Bundeskanzler? Da ist Ihr Eindruck eher Boulevardmedien, eher launige Interviewer und keine kritischen Interviewer? Auch das kann ich eigentlich nicht bestätigen, weil im Gegensatz zu Deutschland die Regierungsspitze, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, aber auch die einzelnen Fachminister sich praktisch wöchentlich nach den jeweiligen Ministerräten den Fragen der Journalisten und Journalistinnen stellen und dass sie beispielsweise zu Jahrestagen oder zu besonderen Tagen, etwa 100 Tage der neuen Bundesregierung, sich Interviews aller österreichischen Printmedien gestellt haben, also nicht nur der bundesweit agierenden, sondern auch jene in den Bundesländern. Und das umfasst jede Form von Medium, ob das Wochen- oder Tageszeitungen sind, im gleichen Maße. Um das systematisch zu verstehen, wie verhält es sich denn sozusagen mit der Ressource Medienarbeit bei der Regierungsspitze? Also wie sehr müssen Sie denn das letztlich steuern? Will heißen, dass das nicht ausufert. Die Regierenden sollen ja auch regieren und nicht nur mit den Medien reden. Wie viel Zeit bleibt für die Medienarbeit bei Ihren, wie soll man sagen, Klienten, Auftraggebern, bei den Regierungsmitgliedern? Ich glaube, die Arbeit der Bundesregierung muss man sich so vorstellen, nämlich die Kommunikationsarbeit der Bundesregierung, dass die jeweiligen zuständigen Fachminister und Ministerinnen über wichtige Entwicklungen, Entscheidungen der Bundesregierung in ihrem jeweiligen Amtsbereich informieren. Pro Woche stehen 2, 3 große Themen an, meistens bei Ministerräten, und dann entscheidet man, wer für diese Themen verantwortlich ist und wer dementsprechend auch über die Entwicklungen in diesen Bereichen informiert und welche Medienplattformen es gibt im Sinne von Printmedien, elektronischen Medien, sozialen Medien, über die diese Aktivitäten kommuniziert werden. Und ich denke, in dem Sinne unterscheidet sich das nicht von Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es gibt Regierungsmitglieder, die relativ scharf zum Teil sich gegenüber einzelnen Medienvertretern und Institutionen äußern. Inwiefern trifft das denn Ihren Kontakt zu den Journalisten? Wie ist das Klima sozusagen, wenn es darum geht, die Journalisten sich anzuschauen, mit denen Sie im Alltag zu tun haben? Wie ist das Klima zwischen beiden Seiten? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben ein ausgezeichnetes Gesprächsklima zu allen Medien. Geht teilweise zurück auf meine Zeit als Pressesprecher des Außenministeriums, geht zurück teilweise auf die Zeit als Kommunikationschef der Vereinten Nationen, wo ich sehr viel mit österreichischen und internationalen Medien zu tun hatte.
Wir bemühen uns sachlich Informationen zu erteilen und den Medien, wie vorhin schon erwähnt, zur Verfügung zu stellen. Wir haben kein Problem mit dem Zugang. Wir bemühen uns, sofern es einen solchen zu politischen Entscheidungsträgern geben sollte, diese Wege zu öffnen und zu erleichtern. Also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, wir sind dankbar für diese Art des Vertrauens, das uns auch die Medien entgegenbringen. Inwiefern sind Sie dann als Regierungssprecher auch Berater der Regierungsmitglieder, wenn es darum geht, einen Zugang zu ermöglichen, Kommunikationsstrategien letztlich auch sich zu überlegen und auch wenn es darum geht, sich über die Medien und die Journalistenarbeit zu äußern? Wir sind sicher Teil eines größeren Teams an Sprechern und Sprecherinnen der einzelnen Bundesminister. Wenn wir gemeinsam, selbstverständlich unter Federführung des Kanzlers und des Vizekanzlers, die Arbeit der Bundesregierung und dementsprechend auch die Kommunikationsarbeit der Bundesregierung planen und darüber beraten. Und wir hoffen, dass wir da und dort auch aus unserer Rolle, nämlich jener des Regierungssprechers heraus, einen guten Beitrag dazu leisten können. Und das, denke ich, ist ein ganz normaler Ablauf. Wie gesagt, im Vergleich zu Deutschland unterscheidet sich unsere Funktion in ein paar Punkten. Der eine Punkt ist, die Bundespressekonferenz in der Form, wie sie es Deutschland seit vielen Jahrzehnten kennt, die gibt es bei uns nicht. Im österreichischen Fall steht der Regierungssprecher gemeinsam mit Regierungsmitgliedern Rede und Antwort gegenüber den Ministern und nicht mit den Kolleginnen der Pressesprecher und Pressesprecherinnen der anderen Ressorts. Ein weiterer Unterschied ist, dass Steffen Seibert auch der Sprecher der Bundeskanzlerin ist. Das ist bei uns nicht so. Der Regierungssprecher spricht für die Bundesregierung, hat also quasi eine, wenn man so will, eine etwas neutralere Funktion zwischen den Koalitionspartnern, als das in Deutschland der Fall ist. Trotzdem können wir sehr, sehr viel lernen von der Institution in Deutschland und Steffen Seibert war da eine sehr große Hilfe und ist es noch immer. Inwiefern sind Sie denn gelegentlich verwundert, wenn Sie sich Äußerungen von Regierungsmitgliedern anhören, anschauen gegenüber einzelnen Medienvertretern? Müssen Sie da gelegentlich Feuerwehr spielen? Nein, ich glaube, es steht einem Regierungssprecher nicht zu, in dieser Form über Regierungsmitglieder zu urteilen. Ganz im Gegenteil, wir betrachten uns als Unterstützung für deren Tätigkeit, insbesondere im Bereich der Kommunikation. Und darum bemühen wir uns. Und Regierungsmitglieder sind erfahrene Politiker, die in ihren jeweiligen Bereichen sicher gut wissen, was sie sagen. Also für sich selbst sprechen im Zweifel? Selbstverständlich. Der strukturelle Vergleich zu Steffen Seibert, inwiefern gucken Sie sich denn da auch was ab und muss sich strukturell vielleicht was ändern? Also Sie haben selbst angesprochen, die Institution der Bundespressekonferenz gibt es hier in Österreich so nicht als Forum, das ja letztlich auch formal die Journalisten sogar leiten. Empfehlen Sie sowas dem hiesigen Medienmarkt? Wollen Sie darauf hinwirken oder finden Sie es auch perspektivisch gut, dass die Dinge unterschiedlich bleiben? Also in diesem ersten Gespräch mit Steffen Seibert, das ich am Rande eines Besuchs unseres Kanzlers bei Bundeskanzlerin Merkel absolvieren konnte, war beispielsweise ein Rat, dass eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Regierungssprecher das Vertrauen und der Zugang zu wichtigen Entscheidungsgremien, in dem Fall in Österreich, ist. Beispielsweise zu den verschiedensten Koordinationsforen auf Ebene der politischen Entscheidungsträger, also der Minister, der Ministerinnen, der Kabinettschefs und der Pressesprecherinnen. Ein Zugang zur politischen Koordination der Ministerräte und ebenso ein Zugang bzw. eine aktive Teilnahme an den Ministerräten selber. Und dank dieses Rates habe ich mich also hier sehr eingesetzt, dass auch dem Regierungssprecher, der vielleicht künftig einmal Regierungssprecherin, dieser Zugang ermöglicht wird und bin sehr dankbar dafür, dass das auch so der Fall ist. Kritiker sagen ja immer, Regierungssprecher können nach dem Motto Teile und Herrsche letztlich Medien unterstützen oder im Zweifel auch bestrafen. Und da spielen auch Werbebudgets eine Rolle. Wie verteilen Sie denn für die Regierungskommunikationsarbeit die Werbebudgets auf dem hiesigen Medienmarkt? Was sind die Kriterien? Also Teile und Herrsche ist sicher nicht die Aufgabe des Regierungssprechers. Ganz im Gegenteil, wir betrachten uns als hoffentlich kompetente, vertrauenswürdige und professionelle
Gesprächspartner sämtlicher Medien. Die Zusammenarbeit in den Bereichen darüber hinaus, insbesondere jene von Ihnen angesprochenen Medienkooperationen, liegen Gott sei Dank nicht in dem Bereich des Regierungssprechers, sondern in jenem des Medienministers. Auch das vielleicht eine Besonderheit im Vergleich zu Deutschland. Das unterscheidet sich auch strukturell von Steffen Seibert. Genau so ist es, ja. Sind Sie da froh drüber? Ich würde sagen, es macht die Aufgabe etwas einfacher, weil man sich dann auf die inhaltliche Tätigkeit vollends konzentrieren kann. Von meiner Seite aus haben wir alles. Hast du noch eine Frage? Aber es ist eher so eine Art philosophische fast. Wie messen Sie eigentlich Erfolg? Anhand der Texte, die Sie als Regierungssprecher in die Medien hineinbringen? Also zählen Sie dann durch? Ist das für Sie Erfolg oder gibt es etwas anderes, wo Sie sagen, hier habe ich meine Arbeit gut getan? Also ich würde mich freuen, wenn nach einiger Zeit sowohl die Medien als auch die Regierungsmitglieder sagen würden, es hat sich gelohnt, diese Institution wieder mit Leben zu erfüllen. Die Medien, dass sie sagen, ja, es stimmt, wir haben da einen kompetenten Ansprechpartner, der kein Bollwerk darstellt, sondern unsere Arbeit versteht und versucht, uns dabei zu unterstützen. Und seitens der Regierungsmitglieder, dass sie sagen, ja, das Vertrauen, das wir in diesem Fall meiner Person entgegengebracht haben, hat sich gelohnt, weil er uns geholfen hat, dass wir im Außenauftritt gemeinsam mit einer Stimme sprechen können. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Interesse an der Kommunikation der Regierungsarbeit in Österreich.